Servus, meine lieben Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Heute, wie ihr schon am Titel gesehen habt, will ich ein kleines Format starten, eben ich öffne deine Truhen und wenn ihr diese Sache geil findet, könnt ihr mich einfach anschreiben. Wenn ihr einfach Interesse habt, dass ich eure Truhen öffne, bleibt unbedingt dran beim Video. So. Jetzt erkläre ich euch kurz, wie das ablaufen wird. Es wird so ablaufen, dass wir, das ist so, dass ich hier eine E-Mail-Adresse einblende und auf diese E-Mail-Adresse könnt ihr eure Daten schreiben und könnt sagen, wenn ihr jetzt irgendwelche Free-Chests oder Part-Champs aufgeladen habt, könnt ihr mich eben anschreiben und sagen, dass ich die Truhen öffne. Außerdem werdet ihr dann verlinkt noch, beziehungsweise dann ein bisschen gepusht. Wenn ihr das geil findet, würde mich das sehr, sehr freuen. Halt einfach auf Skype mich an und auf Skype in der Videobeschreibung oder in der E-Mail-Adresse, die ich im Video einblenden werde. Das finde ich echt eine geile Sache. Was gibt's noch zu sagen? Leider kann ich nur Apple-Daten nehmen, weil mit Android ich leider kein Android-Gerät habe und deshalb bin ich darauf angewiesen auf nur Apple-Daten. Das heißt, wenn ihr Freunde habt, die vielleicht ein paar Kisten jetzt unten im Slot voll haben und ihr euch sagt, ja, die wollen wir jetzt, dass sie es öffnen, dass ihr ein paar Abonnenten bekommt, dass ich auch eine größere Reichweite erreichen kann hier mit dem Opening. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich den anschreiben würdet, dann würde ich euch natürlich auch verlinken. Und ich würde sagen, das war es auch mit dem Video gewesen. Ich würde sagen, wir tun den Fall jetzt noch ein bisschen zu Ende kommentieren. Und ja, auf jeden Fall schaut unbedingt noch bei Let's Be Tobi vorbei. Der wird morgen noch mal wieder mal erwähnt. Der hat auf meinem Account ein bisschen gespielt und da in seiner Freizeit spielt er ein paar Mal auf meinem Account und das sollte man eigentlich mit einem kleinen Push belohnen. Das heißt, der wird hier unten jetzt in der Videobeschreibung verlinkt werden. Und ich würde sagen, das war's mit dem chilligen Video. Ich spule noch ein bisschen vor. Den Fight hat natürlich easy mit dem Ballondeck gewonnen. Das haben wir zweimal, habe ich dann noch zweimal gespielt und leider verloren, da das nicht ein ziemliches Anti-Deck dagegen bekommen habe, aber kann man sich mal geben. Bin raus, wir sehen uns morgen wieder mit einer weiteren Folge Clash Royale. Schreibt mir gerne eure Daten, dann werde ich natürlich ich werde auch natürlich nur das öffnen, was ihr wollt. Und könnt ihr mich verlassen. Ciao. Pa.